Ja, ein Blueprint basteln. Dazu drehe ich einfach mal wieder die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Defense Satellite, Scale 8. Ist doch eine gesunde Größe. Und dann brauchen wir eine Station Hall. Eine Bridge. Upsi, eine Bridge. Crew Quarters Life Support. Man kann ja die Größe auch mit dem Mausrad verstellen. Das ist sehr gut, das wusste ich nicht. Das geht dann in 0,25er Schritten. Das habe ich auch erst vor kurzem herausgefunden. Power Generator, Fuel Cell. Engines brauchen wir nicht. Eine Armor kommt auf jeden Fall mit rein. Ja, so eine Artillerie ist halt für eine. Für so eine Station schon nicht so schlecht. Sie. Glaube ich. Was macht die denn Damage? 100. Auf jeden Fall für Nahkampf. Da brauchen wir auf jeden Fall einen großen. Bei so viel Projektilwaffen. So, Insufficient Control. Zack, hat sich schon erledigt. Eine Stufe größer. Ist natürlich die Frage, wollen wir hier nicht noch einen Subsystem Modifier mit dran bauen? Und zwar vielleicht den Rack Mount. Jetzt die andere Railgun. Ja. Nee, hä, warum ist das denn auf einmal okay? Wie lange hat das denn? Ammo. Weil das reicht auf jeden Fall eine Weile, oder? Also ein paar Minuten. Die Weapons, die Range ist auch nicht schlecht. Damage pro Sekunde ist doch auch nicht schlecht für das Level, oder? Oh,
nehmen wir den auf jeden Fall erstmal so. Tweaken kann man den später immer noch. Das ist unser erster Verteidigungssatellit. Verteidigungsstation, wie man es nennen möchte. Die sollten auf jeden Fall etwaige Eindringlinge schon mal etwas abwehren können. Dann sieht man schon, was das für einen Unterschied macht, wenn man Labor und genügend Einwohner auf einem Planeten hat, um das Zeug auch zu bauen. Das ging auf dem Heimatplaneten gerade schon wesentlich schneller. Hier mal machen wir mal zwei Construction Worlds daraus. Storage, dass das ein bisschen erhöht wird auf dem Planeten. Material Science brauchen wir erstmal nicht. Particle Physics, na super. Jetzt weiß ich auch, wo der Hunch hingegangen ist. Mist. Naja, egal. Schaden tut's auf jeden Fall nichts. Schalten wir hier mal noch einige auf Renovate, weil der hier... Oh, der ist noch gar nicht fertig. Naja gut, wir haben ja Zeit. Was unlocked. Ich weiß aber nicht, wie man die immer alle oben auf einmal alle wegkriegt. Das muss ich nochmal nachgucken. Armor is unlocked. Das ist sehr gut. Das können wir dann gleich stride durch researchen. Immer wieder Kolonieschiffe rausholen.
wahrscheinlich gleich alle vier. Dann haben wir das große System auch. Da werden wir vermutlich noch so ein kleiner Planeten alles. Ja, Militarized Worlds werden da wohl drauf kommen für Fuel und Ammo-Versorgung. Weiß jetzt noch nicht, ob wir direkt auf Beam-Weapons gehen, deswegen brauchen wir auf jeden Fall vorher noch Ammo. Wobei Beam-Weapons natürlich schon crazy stark sind, aber wir haben ja das letzte Mal jedes Mal wirklich nur Beam-Weapons erforscht und keine Projectile Weapons. Ja, können wir ja diesmal andersrum machen. Das dauert ja richtig lange, waren wir ja nicht gerade schon bei 18. Naja. Balken, die updaten sich natürlich nicht, wenn man keinen Scout in dem System hat. Wir könnten da mal so ein bisschen forward scouten, aber das wäre auch nur unnötiges Verheizen vom Material. Da kommen die ersten Planeten in unsere neue Heimat. Planeten sind sowieso nicht sonderlich groß und oder gut. Von dem her kann man die ruhig für die militärischen Zwecke hier entfremden.